Herzlich willkommen, liebe Studierende. Nachdem wir jetzt einen ganz guten Überblick haben, wie wissenschaftliches Arbeiten so im Groben funktioniert und was man machen kann, schauen wir uns jetzt noch eine Ebene tiefer an, nämlich wenn wir das alles tun, was wir letzte Woche gelernt haben und was wir die Wochen davor gelernt haben, was sollten wir alles beachten? Wir machen das wieder in einem praktischen Beispiel. Ich bin jetzt Wissenschaftler und ich möchte wissen, wie warm ist es in diesem Raum? Also gefühlt ist das ziemlich warm. Aber wenn ich jetzt zwei Kollegen fragen würde, dann würde diese Dame vermutlich sagen, das ist überhaupt nicht warm. Und er würde panisch anfangen herumzuflattern und sagen, es ist unerträglich warm. Und das führt uns zu unserem allerersten Gütekriterium beim wissenschaftlichen Arbeiten. Hier haben wir die Objektivität nämlich nicht eingehalten. Objektivität bedeutet, dass wenn wir irgendetwas in der Wissenschaft tun, dass verschiedene Personen in der Durchführung, in der Auswertung dieser Daten, dieses Untersuchungsgegenstandes zum gleichen Ergebnis kommen müssen. Gut. Wir wissen also, das subjektive Empfinden, wie warm es hier drin ist, ist jetzt nicht wirklich ein guter Indikator dafür, wie die Temperatur in diesem Raum wirklich ist. Was können wir tun? Wir können uns ein Messinstrument heranziehen. Das heißt, wir schauen einfach mal. Es gibt verschiedene Dinge, die Dinge messen. Jetzt könnte ich eine Uhr nehmen, könnte sie in diesen Raum stellen und sagen, es ist 12 Uhr warm. Hilft mir noch nicht weiter. Das bedeutet, ich sollte lieber zu einem Thermometer greifen. Damit sind wir dann beim nächsten Qualitätsgütekriterium für wissenschaftliches Arbeiten, die Validität. Das bedeutet, dass wir das messen, was wir tatsächlich messen wollen und nicht irgendetwas. Wir könnten auch mit der Uhr jetzt wunderschöne Daten generieren und würden uns wundern, wie die Temperatur in diesem Raum über den Tag schwankt, wenn wir einfach auf die Uhr schauen. Das heißt, wir müssen darauf schauen, dass wir auch wirklich das erfassen, was wir erfassen wollen. So, wir haben ein Thermometer, wir können jetzt die Temperatur messen. Jetzt ist alles klar, oder? Noch nicht ganz. Da gibt es nämlich noch einige Dinge, die in das Ganze hineinspielen. Wenn ich jetzt einen Ventilator aufgestellt habe, weil ich gesagt habe, es ist hier drin echt, echt warm und das Thermometer hat mir gesagt, ja, 35 Grad sind wirklich warm, dann könnte ich diesen Ventilator aufgestellt haben. Oder ich könnte auch schauen, aber hat der Kollege gerade im Hintergrund ein Kaminfeuer angemacht, weil es ihm immer noch zu kühl ist? Das bedeutet, wir sollten schauen, dass wir das, was wir messen, wirklich ohne Messfehler messen. Damit sind wir beim nächsten Gütekriterium, das ist die Reliabilität. Das heißt, wir müssen kontrollieren, was für Einflüsse, wenn wir mit dem richtigen Instrument das messen, was wir messen wollen, können noch damit hineinspielen. So, das sind mal so unsere drei Hauptgütekriterien. Wir haben die Objektivität, dass alle Leute zu den gleichen Ergebnissen kommen sollten. Wir haben die Validität, dass wir das mit dem geeigneten Messmittel tun. Und die Reliabilität, dass wir schauen, dass wir da keine grob verfälschten Einflüsse haben, dass wir das Ganze ohne Messfehler messen. Das ist soweit schön. Das sind so die drei Hauptgütekriterien und das lassen wir jetzt mal als ersten Brocken sacken. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit den Nebengütekriterien. Bis gleich.